Im Ukraine-Konflikt wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Die US-Regierung warf Russland vor, Vorwände für einen möglichen Einmarsch in die Ukraine zu schaffen. Das Weiße Haus in Washington beruft sich dabei auf Informationen der Geheimdienste. Pentagon-Sprecher Kirby nannte die Erkenntnisse sehr glaubwürdig. Moskau hat im Grenzgebiet zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Kreml weist die heute erhobenen Vorwürfe zurück. Die US-Hauptstadt bereitet sich gerade auf den nächsten Schneesturm vor. Und politisch rüstet sich Washington offenbar nun für eine mögliche Eskalation des Konflikts an der russisch-ukrainischen Grenze. Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Russland eine Gruppe von Agenten aufgestellt hat, um in der Ostukraine eine Operation unter falscher Flagge durchzuführen. Militärisch trainiert, um Sabotageakte zu verüben. Der Vorwurf der USA, Russland arbeite an einem Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine. Dieser könnte nach US-Erkenntnissen bereits in den kommenden Wochen beginnen. Jeder, der die russischen Aktivitäten verfolgt, kann Ihnen sagen, das ist exakt nach Russlands Strategiebuch. Das taten sie bereits 2014 in der Ukraine und andernorts. Daher ist es keine Überraschung, dass sie jetzt an einem möglichen Vorwand arbeiten. Die USA bewerten ihre Geheimdienstinformationen als sehr glaubwürdig. Russland hingegen wies die Vorwürfe aus Washington umgehend als haltlose Sensationsnachrichten zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Vorwürfe nicht. Aber klar ist auch, Präsident Biden kann keinerlei Interesse haben an einer Eskalation in der Ostukraine. Die USA sind kriegsmüde und gleichzeitig erwartet eine Mehrheit, dass ihr Präsident Stärke zeigt. Biden droht daher mit harten Sanktionen, hofft aber vor allen Dingen weiterhin auf eine diplomatische Lösung.